Ja, zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 2. Und genau, wir waren hier beim letzten Mal im Polizeirevier unterwegs und haben Sherry wiedergefunden und haben beim letzten Mal tatsächlich Mr. X einige Male getroffen. Und wir haben jetzt tatsächlich alles zusammen, was wir brauchen, um jetzt hier was machen zu können im Büro des Polizeichefs, da würde ich sagen. Oh Gott, machen wir das doch einfach mal. Packen wir direkt mal die Steine hier rein. Den Jaguarstein. Dann den Schlangenstein. Und zuletzt den Adlerstein. So, und was passiert? Tada! Da geht was auf. Was ist da jetzt noch für ein Bereich? Okay. Alles klar, dann gehen wir mal hier in dieses geheimnisvolle... diesen geheimnisvollen Gang hier rein und wir sehen den Brief an den Polizeichef. Alles klar. An Brian Irons, Chef der Polizei von Raccoon City. Wir haben das Forschungslabor in der Villa verloren. Der Grund waren die Aktivitäten eines abtrünnigen Mitarbeiters namens Albert Wesker. Glücklicherweise wird seine Einmischung keine dauerhaften Folgen für unsere weiterhin laufende Virenforschung haben. Unsere einzige Sorge derzeit ist die Anwesenheit der verbleibenden Angehörigen von Stars. Redfield, Valentine, Burton, Chambers und Vickers. Ich glaube, das kennen wir schon, das Dokument, aber ich lese trotzdem nochmal vor. Bevor die Beweise, die das Stars-Team über unsere Forschungstätigkeit gesammelt hat, publik gemacht werden, entledigen Sie sich besser dieser Mitarbeiter. Und zwar auf eine Weise, die für jeden kritischen Beobachter nur nach einem Unfall aussehen kann. Genau. Verfolgen Sie weiterhin Ihre Fortschritte und sorgen Sie dafür, dass Ihr Wissen nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Annette ist weiterhin Ihre Kontaktperson im Laufe dieser ganzen Affäre. William Birkin. Ich habe vereinbarungsgemäß den Betrag von $10.000 auf Ihr Konto überweisen lassen, als Gegenleistung für Ihre Dienste diesen Monat. Die Entwicklung des G-Virus, der unseren T-Virus ersetzen soll, steht kurz vor dem Abschluss. Wenn er fertig ist, werde ich mich mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in den Aufsichtsrat von Umbrella berufen werden. Es ist sehr wichtig, dass wir jetzt mit äußerster Behutsamkeit weiter vorgehen. Redfield und die übrigen Angehörigen von Stars versuchen ja immer noch, weitere Informationen über das Projekt in Erfahrung zu bringen. Verfolgen Sie weiterhin Ihre Aktivitäten und vereiteln Sie auf jeden Fall alle Versuche, die unterirdischen Forschungsanlagen zu untersuchen. William Birkin. Wir haben ein Problem. Ich habe Informationen bekommen, die beweisen, dass Umbrella Spione ausgeschickt hat, die über meine Forschungsergebnisse über den G-Virus stehlen sollen. Siehe die Cutscene. Mein Lieblingscutscene von Leon. Ich weiß nicht genau, wie viele Agenten jetzt darauf angesetzt worden sind. Aber sie dürfen das Projekt auf keinen Fall in die Finger bekommen. Es stellt schließlich mein ganzes Lebenswerk dar. Durchsuchen Sie die Stadt sorgfältig nach verdächtigen Personen, nehmen Sie sie im Zweifelsfalle sofort fest und geben Sie mir durch Annette Bescheid. Durch diese Vorkehrungen sollten wir die Gefahr in den Griff bekommen. Ich werde niemandem gestatten, meine Arbeit über den G-Virus zu stehlen. Nicht einmal Umbrella. Ganz genau, Freunde, da sehen wir es auch, ne? Der Polizeichef steckt da mit drin. Ganz schön krass. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, was jetzt hier noch... Was ist das denn? Was ist das denn? Ein Aufzug scheint nach unten zu führen. Sherry, was hast du mir zu sagen? I'm going down there. Stay here and wait for me, okay? Keine gute Idee, Claire. Aber gut, wir haben hier einen Aufzug. Okay. Wo führt der denn jetzt nochmal hin? Den kenne ich ja noch gar nicht. Den habe ich überhaupt nicht in Erinnerung, diesen Aufzug.
Polizeirevier B. Ach, im Keller. Da ist nochmal so ein zusätzlicher Bereich. Ach, krass, Freunde. Gott. Was ist das denn jetzt hier wieder für eine Höhle? Okay. Ja, Freunde, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt. Bei Resident Evil 2. Ich nehme das nach wie vor an einem Sonntagnachmittag auf. Hier, wir haben mittlerweile 4 Uhr. Und ziemlich grauer Tag heute. Aber, naja. Oh, hier brennt Feuer. Oh Gott. Was ist denn das jetzt hier? Was ist denn das jetzt hier für ein Bereich? Oh Gott. So, you've made it this far. Not bad, girl. But I'm not letting anyone leave my town. Everyone's gonna die. Calm down, Chief. What happened? Shut up! You couldn't possibly understand what's happened. Those monsters from Umbrella have destroyed my beautiful town. How could they do that to me after everything I've done for them? So it's true. You have been working with Umbrella. Then you must know about the G-Virus. What is it? Tell me! If you must know, it's the agent that can turn humans into the ultimate bioweapons. Superior to the T-Virus in every way. Dr. William Birkin is the genius behind the project. William Birkin? I'm sure you've already seen his little girl running around here somewhere. Sherry, isn't it? In case you haven't already figured it out, the monster that's been tearing my precinct apart is yet another product of the G-Virus. An ultimate bioweapon. Umbrella must be trying to cover its tracks. But if I have to go, I'm going to take you with me. What the? Wow. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, ja, das war's dann mit dem Polizeichef. Harter Tobak. Also wie gesagt, er hat ja... er war am Ende doch sauer auf Umbrella, weil die halt alles zerstört haben. Aber er hat auch mit ihnen zusammengearbeitet, ne? Das ist jetzt gerade richtig krass. Und, naja, er wurde von William jetzt gefressen. Im Prinzip. Und ermordet. Beunruhigendes Zeug. Ach du Scheiße, ja, schaut euch mal hier um. Das ist ein Folterkeller. Oh mein Gott, Freunde, wir sind in einem Folterkeller gefangen. Boah, was hat denn der Polizeichef hier gemacht? Guck mal, da ist eine Säge auf dem Tisch. Ach du Scheiße. Es ist schon krass, ja. Also der Polizeichef, der war ein richtiger, richtig krasser Typ, ey. Formalin, Chloroform und andere Chemikalien. Boah, ist das übel gerade. Das Sägeblatt ist mit frischem Blut beschmiert. Was der hier wohl mit der Tochter des Bürgermeisters veranstaltet hat, ey. Boah, ist das eklig. Ist das widerlich, ey. Echt. Ist das widerlich, ey. Nichts wie raus hier, aber da unten... Und... Boah. Puh. Oh Gott. Boah, wie erschrocken. Ach du Kacke, ey. Kommt hier einfach... Oh Mann. Kommt hier einfach der Polizeichef rausgeflogen. Alter Schwede. Ja, das sind die Überreste vom Polizeichef. Der erschreckt mich doch nicht so. Okay.
Eine Leiter führt nach unten. Runterklettern. Ja, zumindest raus aus diesem Folterkeller. Aber ich bin jetzt echt mal gespannt, was jetzt hier noch auf uns zukommt in diesem Bereich. Wo bin ich hier? Oh Gott, oh Gott. Was ist das hier? Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Oh! William! William Birkin. Im Erststadium. Im Anfangsstadium. Ja, okay. William, was machst du? Oh Gott. Unser erster Kampf gegen William in seinem Anfangsstadium. Oh, verdammt. Ich muss ihn ein bisschen näher dran lassen hier. So. Ich hoffe, dass er ein bisschen... Oh Gott, schieß drauf. Aua. Aua. Oh Gott. William im Anfangsstadium. Okay, komm ein bisschen näher. Okay. Oh Gott, hör bloß auf, William. Oh Gott, hier hätte ich, glaube ich, das MG gebraucht. Oh Gott, aua! Uff, was ist los? Haut er ab, oder was? Er haut ab! Oh Gott. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Oh. Ja, Freunde, da habt ihr mal gesehen. William in seinem Anfangsstadium, da sah er noch so ein bisschen zumindest aus wie ein Mensch. Gottes Willen, ey. Puh, okay. Wir sind im gelben Zustand. Wir haben William runtergeschlagen. Und was ist das jetzt hier? Drück mal den Knopf. Da kommt jetzt wieder eine Leiter. Okay. Oh, krass, Mann. Krass, 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 krass. Also ihr seht, es ist richtig spannend. So, wo kommen wir jetzt raus? Wo sind wir jetzt hier gelandet? Ach du Kacke, nochmal ein ganz anderer Bereich hier. Ein ganz frischer Bereich. Oder wo kommen wir jetzt hier... Was ist das hier? Gate 2. Ich muss Sherry mitnehmen. Ach, okay. Dann müssen wir mal zurück zu Sherry latschen. Alles klar, Freunde. Das mache ich gerne. Ich will da ja auch noch gar nicht rein, ey, Mann. Aber krasse Szene gerade. Wow. Also, William war noch ein Mensch im Prinzip. Also noch ein halber Mensch. Nur seinen Arm halt wieder, ne? Dann gehen wir die Leiter wieder hoch. Ab in den Folterkeller. Oh Gott. Direkt wieder raus hier. Ach. Direkt wieder raus hier. Schnell. Okay. Ja, Freunde. Ich hoffe, es geht euch gut soweit. Während wir hier zurücktüppeln. Mir geht's sehr gut. Tatsächlich, ich habe nächste Woche Urlaub, ja. Und wenn ihr die Folge seht, ist noch ein Tag und dann habe ich endlich frei. Ja, 18 Tage. Endlich mal ein bisschen entspannen. Und genau, das brauche ich auch mal jetzt so am Jahresende. Es ist heute der 14.11. Und ja, Weihnachtszeit kommt bald. Sherry, so. Claire, you came back. Believe the man who developed the G-Virus is actually her father. What's wrong, Claire? It's nothing. But I think I found a way out of here. We should be able to find someplace safe if we can just make it out of town. But... Don't worry, I'll protect you. I promise. But you have to make sure you don't leave my side. Ganz genau, Freunde. Wir haben Sherry jetzt dabei.
Und ja, das ist richtig krass, ne? Dass ihr Vater quasi diese ganzen G-Virus produziert hat und entwickelt hat. Und dieses Monster, was hier rumläuft, ist tatsächlich ihr Vater. Ja, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. So, kommst du mit? Du kommst mit, sehr gut. Wir sind jetzt hier zu zweit unterwegs, richtig cool. Und ganz genau. Sherry ist ein tapferes Mädchen, wirklich. Ich frage mich ja, wie der... Ach du Scheiße. Ja, Sherry, guck dich bitte nicht um. Lauf mir einfach nach, guck dich hier gar nicht erst um. Das darfst du gar nicht sehen, sowas. Ich frage mich ja immer, wie ihr Vater dann als Person wirklich zu ihr war. Na, weil ich meine, wenn er eine Tochter hatte, dann kann er ja gar kein so ein schlechter Typ gewesen sein, finde ich. Ne, also ich habe jetzt gerade nicht das Gefühl, dass Sherry irgendwie schlecht erzogen wurde. Ganz und gar nicht. Na, und das sagt mir eigentlich, dass, naja, dass die Eltern eine ganz gute Beziehung hatten. Come on, let's get out of here. Och, oh Gott, der Kamerad. Oh Gott. Lauf doch! Nicht der Kamerad schon wieder. Ja genau, lauf einfach. Oh Gott. Jetzt ist Mr. X auch noch im Keller. Das gibt's doch nicht. Wow! Oh Gott. Sherry, where are you? Oh Gott, was war das denn? Sherry! Ja, sie ist da in dem Loch. Die Flutschleuse ist offen. Ach du heilige Mistay. Wo sind wir denn jetzt hier? Wieder voll der komplett neue Bereich hier. Oh Mann, Kanalisation. Ah Gott, es ist zu dunkel da drin, um irgendwas zu erkennen. Sherry ist weg. Oh. Blaues Kraut. Würde ich sagen, nehme ich einfach mal mit. Wer weiß, vielleicht können wir es gebrauchen. Vielleicht können wir es gebrauchen. Ne, Freunde, das ist eigentlich eine ganz interessante Frage, ne? Ob die möglicherweise die Birkins liebevolle Eltern waren. Hm. Kann ich mir, wie gesagt, sehr gut vorstellen. Erzählt mal, wie ihr es denkt. Oh, ein Safe-Raum. Oh ja, Freunde, oh ja. Ach, Gott sei Dank, Freunde, ein Safe-Raum. Ein Gerät zur Regulierung der Wasserqualität. Zum Glück. Das heißt, wir können uns hier... Da liegt noch ein Farbband, sehr gut. Wir können uns hier mal wieder ein bisschen ausrüsten. Ach, wie nett. Schreibmaschine. Nein, nein, brauche ich nicht. ein alter Schrank. Alter Schrank, ist hier irgendwas drin? Ah, eine Erste-Hilfe-Spray nochmal. Na gut, aber werde ich nicht brauchen. alles klar. Das heißt dann... Farbbänder rein. Und dann werde ich mir jetzt ein grün-blaues mischen. So, Freunde. Kräuter mischen und das hier schluckst du bitte. Na toll, immer noch gelb. Gut, Freunde, ich mache mal einmal ganz kurz einen Break. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. So, ich wollte schon sagen, hä, warum ist jetzt hier... Ich wollte schon sagen, man muss hier keine Musik mehr. Genau, wir wollten uns ja hier ein bisschen umrüsten, ne? Wir sind ja hier im Klärwerk angekommen. Genau, wir haben jetzt einiges an Muni. Und, genau, dieses Kraut hier. Ja, wir sind im gelben Bereich tatsächlich. Wir haben keine grünen Kräuter mehr.
Wir haben eine Vollheilung dabei. Die Armbrust. Brauchen wir die noch? Ich weiß es halt nicht, ne? Aber ich würde sagen, ich nehme jetzt einfach mal die Prozentwaffe mit, tatsächlich. Zwei Heilungen, das passt soweit. Beziehungsweise ein grün-blau, weil ich glaube, es kommt jetzt was Mieses auf uns zu. Gut, Freunde. Da liegt ein Dokument. Das Fax des Klärwerkmanagers. Belegungsliste für die angeschlossene Einrichtung. Am jeweils ersten und dritten Mittwoch jeden Monats wird die Wartungschefin Angelica Margaret die Einrichtung benutzen. Achten Sie darauf, den Feuchtigkeitsgehalt der Luft zu senken, indem Sie den Ventilator einschalten, denn die Ausrüstung, die Sie benutzt, ist sehr empfindlich gegen Wasserdampf. Am 28. jeden Monats wird der Chemiespediteur Don Weller die Einrichtung benutzen. Die Chemikalien, die er transportiert, sind extrem flüchtig. Daher sollten sie auch mit extremer Vorsicht während des ganzen Transportes behandelt werden. Am 6. und 16. jeden Monats besucht der Polizeichef Brian Irons die Einrichtung, um an den regelmäßigen Treffen teilzunehmen, die in den Labors stattfinden. Ja, das fällt ja jetzt wohl flach, ne? Am 4. Freitag jedes zweiten Monats wird William Birkin in der Einrichtung ein Trainingsseminar für die Chicagoer Außenstelle von Umbrella Incorporated abhalten. Da die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs auf Dr. Birkin sehr hoch sein wird, ergreifen Sie alle erdenklichen Maßnahmen zum Schutz seines Lebens. Über alle anderen Möglichkeiten, Besucher und Ihre jeweiligen Ankunftszeiten werden Sie rechtzeitig unterrichtet. Bringen Sie diese Personen sicher an Ihren Zielort. Wir erwarten von Ihnen wie immer nur das Beste. Charles Coleman, Stabssekretär von Umbrella. Jo, wie gesagt, der Polizeichef Irons, der wird jetzt euch nicht mehr besuchen. Ich glaube... Nee. Was haben wir hier? Bunny! Sehr schön. Okay, oh, was ist das denn? Die Türe des Lagerhauses ist abgeschlossen. Dietrich benutzen, ja mach mal. Lagerhaus? Leiter runter. Ach, ist das jetzt sowas wie Leon hier? Wie bei Leon, so ein versteckter Bereich. Tatsache, oh mein Gott. Wir haben hier nochmal ein Lagerhaus. Ach, wie geil. Okay, cool. Wie geil. Hoffenheim gibt es hier wieder Muni. Verschiedene Kabel und Anzeigen sind hier rundum angebracht. Ha, Armbrustbolzen. Aber warum, wozu brauchen wir denn jetzt noch hier Armbrustbolzen? Jetzt hängt noch ein Zombie rum. Was zur... Okay. Warum hängt hier ein Zombie drin? Verdammt nochmal. So, steh auf. Geh mal ein bisschen weg. So. Der Zombie ist... noch nicht mal tot. Doch, jetzt ist er tot. Ist er tot? Ja, er zuckt zumindest. Verschiedene Kabel, okay. Da hängt hier ein Zombie drin rum, ey. Ich glaub's nicht. In einem Lagerraum einfach so. Oh, guck mal da. Da oben, da ist Granatenmuni. Sehr schön. Sehr nice. So, Freunde. Und ja, das ist doch mal wieder ein gutes, richtig gutes Versteck hier. Verschiedene Werkzeuge für Reparaturen. Hier ist aber noch eine Tür. Hier ist sogar noch eine Tür drin. Das ist jetzt ja mal richtig krass. What? What? What ist das denn jetzt hier? Hä? Wo gehst du denn hier jetzt nochmal hin? Was ist das denn? Einfach nichts, oder was? Ja, super. Toll. Super geil, echt. Hier ist einfach nichts. Ach, aber da können wir vielleicht dann was machen, wenn das Wasser nicht mehr läuft, ne? Kann sehr gut sein. Ja, okay. Das ist dann ein Geheimnis. Wartet mal, hängt da noch was dran da? Nö, okay.
Ja, wir hängen leider hier im gelben Zustand rum. Habe ich eigentlich nicht so gerne, aber gut. Aber gut, liebe Freunde. Ich würde sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal hier an diesem Aufzug. Und genau, liebe Freunde, dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.